Wie hat sich der ÖV in Zürich entwickelt? Was wünschen Sie sich in der Zukunft? Er ist sicher behindertenfreundlicher geworden mit digitalen Anzeigen, Tram und Bus oder Apps, die man brauchen kann. Fallen aber die digitalen Anzeigen aus, dann bin ich zurück in die Zeit, wo es nur Durchsagen gegeben hat. Ich habe mich auch nicht an einen VBZ-Mitarbeiter wenden, um zu fragen, wo es durchgeht, weil ich ihn nicht verstehe. Darum muss alles schriftlich vorhanden sein.